Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, wenn man es so nennen möchte. Ich habe heute einen Stargast dabei, den kennt ihr natürlich alle, ne? Was holt ihr euch, wenn ihr euch keine Wiener Würstchen holt, weil die zu dünn sind? Eine? Genau, das ist der Bockwurst-King. Der ist heute hergekommen. Wir haben uns schon seit einem halben Jahr ausgemacht, bestimmt. Wir wollten mal diese schärfsten Nudeln der Welt probieren, diese Too Spicy. Mit Chicken sind die, glaube ich, im Original, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die isst der David auch immer. Der isst die frühs, mittags, abends, deswegen merkt er auch nichts mehr. Er hatte sich eine Packung geholt bei Amazon, also ein Fünferpack war das ja, glaube ich. Jetzt kommt er hier an und was bringt er mir mit? Hey, Instant Noodles! So einfach ganz normale Packungen, die es halt mit Ente vor allem, mit Ente, die es in jedem Supermarkt gibt. Denn er hat die Nudeln schon alle gegessen, er hat aber einmal die Soße aufgehoben, das heißt, wir haben hier trotzdem diese scharfe Chili-Soße, Too Spicy, steht auch hier drauf, das ist wirklich hier die Originale, ne? Zweimal und auch hier auf dem Tütchen, dem schwarzen Tütchen mit irgendwelchen Gefusel drin, steht das auch nochmal, Too Spicy. Jetzt wollen wir uns also mal die Nüdelchen warm machen, weil die Nudeln sind ja eh nicht scharf. Die sind ja nur Beilage, dass ihr was habt für diese Soße. Es kommt ja wirklich auf die Soße an. Wir können auch die Soße jetzt aufmachen und durch die Nase ziehen und alles ist gut, ne? Wir probieren es aber mal mit den Nudeln. Machen das jetzt zurecht, machen die Soße dann aber live drauf. Meldet uns dann gleich zurück, wenn wir das nochmal probieren. Er kennt es ja schon, ich kenne es nicht. Mal gucken, bleibt mehr für mich, sage ich mal, denke ich mal. Mhm. Ich esse ja so gerne scharf. Ich bin wirklich... Ich hoffe wirklich, das enttäuscht mich jetzt nicht, denn überall, wo scharf draufsteht, ist meistens kein Schaf drin. Aber bisher hat jeder gesagt, dass die richtig genial sind. Deswegen gespannt, was jetzt kommt. Möchtest du noch was sagen? Nö. Grüße gehen raus, ne, an alle deine Fans. Das ist der, der immer die ganzen 98er abstaubt. Der sammelt keine 100er, der sammelt nur 98er. Was anderes ist wertlos. 98er und anscheinend am Tag. Das ist die tägliche Portion Glück, die man eben mitnehmen muss. Gut, wir melden uns gleich zurück, wenn die Nudeln auf jeden Fall fertig sind. So, wir sind jetzt in der Küche angekommen und hier ist er, der einzig wahre Bockwurst-King. Guckt euch den an. Der möchte jetzt mal die Nudeln zubereiten. Ja. Ne? Die liegen nämlich hier, dem auch schon abgegossen. Hier Kräuter, irgendwas, hier Soße. Das macht er jetzt mal da dran. Und eigentlich wäre ich immer noch dafür, er probiert zuerst, weil er kennt das ja schon. Und ich esse es dann halt auf, wenn er nicht so viel möchte, damit ich mich mit der Schüssel dann verziehen kann. Adi, nein! Da der Adi guckt auch schon wieder, der ist immer ganz... Sieht eigentlich aus wie so Sojasoße oder Hoisinsoße irgendwas, die ist auch dann immer so richtig dunkel. Obwohl, eigentlich sieht es aus wie Pflaumenmus. Schlimmer. Oh, und alles an der Hand. Ne, weiß ich nicht, probiert man das so, ja? Probier halt. Tu es einfach da rein, alles ist gut. Ich kann ja trotzdem mal meine Hand hier rein. Hast du noch eine Gabel? So, hab mal kurz probiert am Finger. Schmeckt irgendwie süßlich im Vordergrund und hinten wird es dann schärflich im Rachen. Finde ich bis jetzt eigentlich gut. Hat auch eine schöne Farbe, eine schöne Note. Bin ich mal gespannt. Eigentlich isst man sowas auch mit dem Löffel, oder? Dass man sich gleich eine Riesenportion reinknallt. Gabel, da passt doch gar nichts drauf. Fünf Packungen gibt es davon immer, ja? In einem so einem... Ja, für knapp 20 Euro. Für knapp 20 Euro. Also wenn ihr das auch mal essen wollt oder so, guckt mal bei Amazon, da könnt ihr so einen Fünferpack kaufen. Na hier, mach mal bitte. Weil du hast es ja schon überlebt, also wirst es auch weiterhin überleben. Ich hoffe. Dann guten Hunger. Ess so viel, wie du willst. Ich stehe nur hier und guck zu. Bockwurst King digitiert zum Nudel King. Eigentlich kann es ja gar nicht so schlimm sein, dachte ich. Sonst hättest du nicht schon vier Packungen gegessen, aber wenn es jedes Mal wieder ein Kampf aufs Neue ist. Mhm. Das reicht eigentlich jetzt schon. Das reicht, ja. Ach, muss er weinen, der Kleine. Ja.
Alles gut, ja? Ja. Willst du ein Toastbrot? Willst du eine Milch? Ja, Milch. Oh, Milch, ich weiß gar nicht, ob wir Milch haben. Muss mal in den Kühlschrank gucken, ob wir noch Milch da haben. Da ist Milch. Da, der hat einen ganz roten Kopf. Sieht auf jeden Fall brutal aus. Ich gebe dir mal hier ein schönes Schwipschwapp-Gläschen. Kannst du mal schauen. Probier einfach mal. Das ist echt so schlimm. Ja, ich finde es schlimm. Wie hast du nur die anderen Packungen dann gegessen? Hast du 3 Tage gebraucht? Nee, eine Packung mit der Soße und die restlichen ohne Soße. Heißt das, du hast noch 10 Beutel Soße übrig? Ich verstehe es nicht. So. Meinst du, ich kann dir das mal geben? Natürlich. So, jetzt siehst du nichts, jetzt sehe ich was. Dann kann ich mich auf jeden Fall davor stellen. Obwohl, laufen wir ein Stück nach da, weil das mit dem Fenster im Hintergrund ist doof. So? Genau, einfach mal so halten, das sieht gut aus. Da kann ich mit der Kamera spielen. So, wir haben jetzt hier auch die Schüssel. Ihr seht die Nudeln auf jeden Fall. Und wie richtig dunkelrot brutal das ist. Wir probieren jetzt einfach mal hier ein Gäbelchen. Es steigt ein bisschen in die Nase, würde ich sagen. Fängt auch an zu brennen im Rachen. Aber ich weiß nicht, was du hast. Aber das sind die besten Nudeln, die ich je gegessen habe. Also die Augen drehen auch etwas. Aber ich finde, es geht. Ich finde, man kann es aushalten. Finde ich richtig genial. Ich glaube, davon bestelle ich mir auch mal so einen 5er-Pack. Also wenn ihr wirklich Schärfe gewohnt seid oder so, dann gönnt euch das mal, probiert das selber mal aus, probiert das auch mal. Guckt mal, wie euch das mundet. Ich finde es gut, ich würde das auch öfters essen. Nicht so wie die anderen Sachen, die der Geizsteiber angeschleppt hat. Also die schärfsten Nudeln der Welt, die der Unge auch schon probiert hat. Ihr seht, man kann es überleben. Da war ein richtiger Klick Soße dabei. Haben trotzdem einen richtig guten Geschmack. Viele haben da auch 5 Sterne gegeben. Nicht nur wegen der Schärfe, sondern weil die auch köstlich sind. Das war halt jetzt nicht das Originalpack. Das war ja jetzt irgendein Pack Nudeln, aber eigentlich kommt es ja eh auf die Soße an, was da alles dabei ist. Wir werden uns einfach nochmal ein Originalpack bestellen. Vielleicht kann ich das mit dem Geitsch oder so auch nochmal testen. Mm. Darf ich ja essen, oder? Ja, ja, hau rein. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr die auch schon mal probiert? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.